Jetzt kommen wir zu jemandem, der nicht so diplomatisch ist. Richtig. Wir sprechen über die Kollateralschäden von Corona. Genau, genau. Und ich habe ja gleich mein Anfangsstatement hier ziemlich emotional vorgebracht. Ja. Und Herr Kort hat gleich reagiert. Aber ich denke, das Problem, das wir haben, Herr Kort, ist, dass wir zwei verschiedene Wissenschaftsauffassungen haben. Ich glaube, wir können das mal auf den Tisch bringen. Zwei verschiedene Menschenbilder, ganz offensichtlich. Ja? Ich habe auch diese ganze Zeit begleitet mit einer kritischen Haltung der Medizin gegenüber und habe dabei möglicherweise auch Dinge gesehen, die vielleicht andere nicht sehen. Ja? Tatsache ist, wenn ich sage, unterschiedliches Wissenschaftsbild oder Menschenbild, das, was ich jetzt in den letzten 3 Jahren gesehen habe, und zwar von Beginn an, war eine ganz offensichtliche Ausgrenzung des Psychischen und des Sozialen aus dem Menschenbild. Ganz klar. Und darunter krankt die Schulmedizin seit Jahrhunderten. Das ist kein neues Phänomen. Wir sprechen in der Wissenschaftstheorie von Dualismus und von Reduktionismus. Dualismus meint, wir grenzen Geist, Seele und Körper ab. Wir trennen sie voneinander. Genau das haben wir gesehen in den letzten 3 Jahren massivst. Ich habe von Beginn an, ich kann mich noch erinnern, April 2020 in der Tiroler Tageszeitung einen kleinen Bericht darüber geschrieben. Mir war sofort klar, hier stimmt was nicht. Hier wird was Wesentliches ausgegrenzt, wenn wir Lockdown machen oder Schulschließungen machen. Nämlich das Wesentliche, das uns Menschen ausmacht. Ich weiß es aus der Psychonomologie, ich bin Forscher, ich beschäftige mich mit der Verbindung Psyche und Immunsystem. Ich weiß, wie übermächtig Psychisches und Soziales ist, wenn es ums Immunsystem geht. Und wenn wir Menschen auseinanderbringen, dann ist das eine ganz lineare, ganz kühle Rechnung. Wir denken, es sind Maschinen, aber es sind keine Maschinen, es sind Menschen. Und wenn wir Menschen auseinanderbringen, dann kriegen die eine Immunsuppression. Dann haben die einen sozialen Schaden. Und dieser soziale Schaden ist für meine Begriffe, und da haben wir ein unterschiedliches Bild wahrscheinlich, für meine Begriffe weit gefährlicher als das Virus. Und es hat ja auch gezeigt, dass das Virus so gefährlich nicht ist. Es betrifft, ich bin kein Corona-Leugner, ich mag den Namen schon gar nicht, aber ich sehe den Ernst der Lage, überhaupt keine Frage mehr. Bitte, für eine ganz begrenzte kleine Gruppe, eine Risikogruppe, die geschützt gehört, wo dieses viele Geld an Impfkampagnen, das jetzt ausgegeben wird, längst hätte verwendet werden müssen in den Maßnahmen. Jetzt wird es schon wieder verpulvert. Jetzt müsste man sich vielleicht um Long-Covid kümmern, auch da ein interessantes Thema, weil da bin ich auch absolut anderer Meinung wie Herr Korte. Also das heißt, wir haben es mit einem Riesenschaden und Medizindesaster zu tun, weil wir Psychisches und Soziales weggesteckt haben oder weggespalten haben vom Menschen und eine Katastrophe angerichtet haben. Und wenn es zynisch klingt, auf der anderen Seite bin ich auch froh darüber, denn jetzt kann sich auch was verändern. Jetzt wird aufgearbeitet, und zwar jetzt wird aufgearbeitet. Und diese Verantwortlichen, ich bin davon überzeugt, die müssen auch die Verantwortung tragen, und das wird auch vor Gericht sein. Da fragen wir doch direkt einmal, Herr Korte, fanden Sie denn überhaupt die Schulschließung richtig? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fanden Sie die ja auch nicht richtig. Ja, ich wundere mich auch über das Pauschalurteil, dass nur, weil ich wissenschaftlichen Daten viel Gewicht einräume, dass ich ein anderes Menschenbild habe. Ich bin Neurowissenschaftler, der sich durchaus mit den Effekten, die die Umwelt, die Menschen auf die Psyche haben, auf unser Lernvermögen, sogar auch auf das Alzheimer-Risiko, ist einer meiner Forschungsgebiete, und da zeigt sich, dass eins der Risikofaktoren davon Einsamkeit ist. Das haben wir gerade zu Lockdown-Zeiten enorm praktiziert. Mhm. Und auch da war ich immer kritisch, nicht gegen die Lockdown-Maßnahmen, weil ich auch gesehen habe, man muss unterscheiden, ob ein Virus einem bestimmte Maßnahmen aufzwingt, die man für richtig hält, und wie man die dann durchzieht. Also zum Beispiel bei den Schulschließungen habe ich mich von Anfang an kritisch geäußert, weil ich gesagt habe, wir müssen hier abwägen gegen das individuelle Risiko, was die Kinder haben, was tatsächlich, was den schwere Verläufe angeht, niedrig ist. Auch nicht null, aber niedrig. Und die durften nicht weiter zur Schule gehen, genau mit den Konsequenzen, die wir gerade gehört haben. Da haben Pubertierende ihre Pubertät verpasst. Wir haben noch kleinere Kinder, die hier ihres sozialen Umfeldes beraubt wurden. Das muss man jetzt im Nachhinein auch tatsächlich, haben wir auch gerade gehört, kritisch aufarbeiten. Was die Kitas angeht, hat Herr Lauterbach ja auch schon zugegeben, dass das unnötig war, also dass die Kitaschließungen. Die Frage ist, ob man das damals hätte wissen können. Man hat ja auch Leute, die da arbeiten, die älter sind, die durchaus ein Risiko haben. Und es ist auch nicht eine kleine Gruppe. Wir haben allein fast 2 Millionen Krebspatienten in Deutschland, die alle ein Risiko darstellen. Wir haben in Kindergärten auch ältere Kindergärtnerinnen, die eben zum Teil auch Diabetes haben. Also das ist schon, so ganz einfach ist die Entscheidung auch nicht. Aber ich habe von Anfang an mich dafür stark gemacht, dass man die Kinder Kinder sein lässt und versucht,
das einigermaßen einzudämmen. Zum Beispiel Schulen mit Maske hat sich gezeigt, klappt eigentlich relativ gut, gibt auch Infektionen, aber alle können sich relativ gut schützen. Man war nicht bereit, wenn man über Geld redet, wofür man Geld ausgibt, man war nicht bereit, Lüftungen dort zu installieren, die Geld gekostet hätten. Wenn ich mir gucke, wie viel in verschiedene Maßnahmen zum Kauf von Lufthansa und sonst was aufgewendet wurden, aber 5,50 Euro in die Schule zu stecken, bleiben das ging nicht. Bleiben wir noch einmal bei der These von Herrn Schubert. Also die Kita-Schließungen haben nichts gebracht, die Schulschließungen haben auch nichts gebracht. Also Stand der Forschung, die Kita-Schließung auf jeden Fall nicht. Jetzt gerade wurde gesagt, die Masken in den Schulen waren richtig. Die Lockdowns haben auch nichts gebracht. Mhm. Wir haben es von Beginn an gesehen, dass Schweden einen anderen Weg gegangen ist. Ich möchte, dass das immer wieder betont wird. Wir haben ein natürliches Experiment, ein soziales Experiment, das die Schweden durchgeführt haben. Und sie waren erfolgreich. Aber es wird immer unter den Tisch gekehrt, so wie diese Daten immer unter den Tisch gekehrt werden, die offensichtlich gegen dieses Narrativ gehen von einem Killer-Virus, das nur mit Impfung beseitigt werden kann. Ja? Und Herr Korte, Sie haben trotzdem vorhin gesagt, auch Kinder sollen geimpft werden. Und auch und junge Erwachsene. Kinder sind von Covid nicht betroffen. Null sind natürlich von Covid betroffen. Also Entschuldigung, wie denn? Jetzt sagen Sie das doch bitte mal vom Virus. Es gibt das PIN-Syndrom, es gibt schwere grippale Effekte, es gibt Entzündungen im Gehirn, es gibt Herzkranzentzündungen. Auch bei Kindern, die kann man nicht wegdiskutieren. Da kann man nicht so tun, als wenn Kindern nichts passieren kann. Das wäre so, als würde ich sagen, die brauchen sich morgen nicht mehr anschnallen. Weil es gibt auch nicht viele Kinder in Deutschland, die dann durch einen Unfall sterben. Ich meine, das ist einfach eine Risikowahrnehmung, die so nicht ganz stimmt. Was Sie ja, glaube ich, eigentlich sagen wollen, ist, dass man die Gefahren dort deutlich übertrieben hat. Und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet. Nee, wissen Sie, was man getan hat? Man hat Wer ist Kinder, Mann? Wer ist Mann, Mann? Die Politik, die Schulmedizin und die Medien. Die verantwortlich sind in diesen letzten Jahren, die haben die Kinder in die Tonne gehauen, psychosozial. Die haben sie terrorisiert, tyrannisiert. Und dann wundern wir uns, dass sie solche Krankheiten haben. Ich sage Ihnen als Psychoneumologen, Sie können mit psychischen und sozialen Belastungen alles in Entzündungsphänomenen machen. Alles, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, kann alles posttraumatische Belastungsstörung sein. Das wissen Sie ganz genau. Was Sie aber nicht berücksichtigen, ist, dass man natürlich in all diesen Untersuchungen Kontrollgruppen hatte, die unter den gleichen psychosozialen Bedingungen aufgewachsen sind und die andere Phänomene zeigen. Ich wundere mich, dass Sie das kontrollieren. Man hat ja nicht ohne Kontrollen gemessen. Insofern ist das in meinem Buch sehr genau. Die psychischen Faktoren sind im Lockdown gleich, ob sie sich infiziert haben oder nicht. Und viele, gerade bei Long-Covid, haben einen leichten Verlauf gehabt. Die waren nicht schwer krank. Wie Sie das gerade auch angedeutet haben. Hat man die Angst erfasst in diesen Studien? Also ich habe das auch gelesen, ich habe mich vorbereitet. Man hat auch die Angst. Anxiety Disorder gehört mit dazu und zeigt sich im Übrigen auch, entlang Ihrer These, auch bei den Menschen, die sich nicht infiziert haben. Also auch da sieht man, dass die Pandemie stärker zu Angstsymptomen geführt hat, die Depression hochgefahren hat und andere psychiatrische Erstörungen hervorgerufen hat, auch ohne Infektion. Das heißt, ein Post-Pandemic-Syndrom bei den Kindern, wir kennen das ja mittlerweile. Das ist kein Post-Corona. Aber das Risiko ist halt um ein Vielfaches erhöht, wenn man halt einmal infiziert war. Also jetzt den Menschen, die schwer krank sind, an Long-Covid abzusprechen, dass sie krank sind oder dass sie nur eine psychosomatische Störung haben. Nur Psychosomatik? Sie werten hier Psychosomatik ab? Ich werte das nicht ab, sondern ich sage, man kann das nicht auf ein Phänomen reduzieren. Natürlich werde ich keine Psychosomatik als Neurowissenschaftler abwerten, weil ich weiß, wie das Gehirn auch soziale Signale interpretieren kann. Sie haben das eben mal selber gesagt, wie Signale aus der Umwelt auch das Immunsystem supprimieren, also unterdrücken können. Auch das ist mir bekannt, darüber vor. Forsche ich im Übrigen auch. Also das ist mein Forschungsgebiet, damit das bei Ihnen einsickert. Das heißt, darüber also kenne ich was aus. Mit und psychologischen Mitteln. Und das heißt, da sind wir ganz nah. Wenn ich einmal einen gemeinsamen Nenner von Ihnen beiden herauskristallisieren darf, dann haben Sie ja auch gesagt, die Kita-Schließungen waren rückblickend, ob man es jetzt besser hätte wissen können oder nicht, falsch. Sie sagen auch, die Kita-Schließungen waren falsch, den gemeinsamen Nenner hier. Dann ist meine Frage, wen könnte und sollte man denn dafür verantwortlich machen, Herr Schubert, weil das ist ja hier also, anscheinend... Mir ist es ganz, ganz wichtig, hier zu betonen, wenn wir sagen, dass die Kita-Schließungen falsch waren und die Schulschließungen falsch waren, dann ist das nicht ein Kavaliersdelikt. Mhm. Dann ist das nicht irgendetwas, ach, dann haben wir das getan und es war wohl ein Fehler. Absolut. Sondern wir haben hier, dass die Gesundheit von Kindern langfristig über Jahrzehnte gefährdet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wir wissen aus der Psychoneumologie, dass wenn Sie Kinder in so eine Situation bringen und sie an Entwicklungsstörungen, in Entwicklungsstörungen bringen und wir wissen ja nicht mal, was da passiert ist. Also die verlieren konkret Lebenszeit. Naja, die verlieren konkret Lebenszeit. Mhm. Das heißt, die sterben früher.
Wie viele Jahre, oder kann man das gar nicht pauschal sagen? Das kann man sagen. Es gibt Studien, die zeigen, wenn Kinder im ersten, oder wenn Kinder und Jugendliche in den ersten 18 Lebensjahren 6 und mehr schwere Belastungen mitgemacht haben in ihrem Leben, dann haben sie einen Lebenszeitverlust von etwa 20 Jahren. Das ist ganz schön viel. Also wir reden hier von wirklich ganz was Wichtigem. Mhm. Und wenn Sie sagen, wer soll hier oder wie soll das zur Verantwortung gezogen werden? Ja, es wird aufgearbeitet, so wie immer diese Dinge aufgearbeitet werden müssten, solche Traumatisierungen, die mit der Gesellschaft stattgefunden haben. Und es sind ja nicht nur die Kinder. Wir reden jetzt in diesem Fall von den Kindern. Wir haben die Jugendlichen natürlich. Wir haben, genau wie Herr Korte das auch nochmal gesagt hat, es ist hier etwas passiert, das kann man nicht einfach sagen, jetzt gehen wir zur Normalität wieder über. Das geht nicht. Da werde ich mich auch absolut dagegen wehren. Es ist nochmal, um es klarzustellen, Reduktionismus und Dualismus in der Schulmedizin. Und die Untersuchungen, von denen Sie reden, ich bin überrascht, dass Sie auch psychologische Forschung betreiben bei sich in Braunschweig, dass Sie in Interviews gehen, dass Sie Fragebögen austeilen, dass Sie neurobiologisch forschen mit psychischen Messmethoden. Das ist mir jetzt neu. Und dann habe ich Ihnen vielleicht Unrecht getan, wenn Sie das tun. Ich frage hier auch einmal den Ökonomen in der Runde, weil Corona hat hier auch einen gesamtwirtschaftlichen Schaden. Muss das auch aufgearbeitet werden? Unbedingt. Noch eine Bemerkung zu Herrn Korte. Laut Studien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ist das Risiko zu ertrinken 5 oder 10 Mal größer in Deutschland als an Covid zu sterben. Also diese Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen, die sind so niedrig, dass davon eine Gefahr zu sprechen für Kinder und Jugendliche ist evidenzbasiert, wissenschaftlich absolut nicht haltbar. Ich habe 2 Bücher zu gekaufte Wissenschaft geschrieben und das ist ganz massiv auf Fake-Wissenschaft basiert gewesen. Nein, das ist ja aber nicht. Das ist ein anderes Thema. Paul Ferguson. Das dadurch wird es nicht richtiger, wenn man es Paul Ferguson, wiederholt. Der eine Studie veröffentlicht hat, die hanebüchen war. Aber einmal zur Wirtschaft. Ökonomie. Genau, Ihr Ökonomie. Fachgebiet. Also die Lockdowns haben unsere Wirtschaft dramatisch geschädigt und haben dafür im Gegenzug die Profite der großen Konzerne dramatisch steigen lassen. Jeder Tag Lockdown war ein Milliardengeschäft für die großen Konzerne und die dahinterstehenden Milliardäre. Ich war Investmentbanker 7 Jahre, das war ein Megageschäft. Inwiefern, um es praktisch erklärbar zu machen, inwiefern war ein Tag Lockdown ein Geschenk für Konzerne? Ein Geschenk des Himmels. Ja, ob er des Himmels war, weiß ich nicht. Aber hier in Berlin, Einzelhandel wird stillgelegt und Amazon, Jeff Bezos wird zum reichsten Mann der Welt. Und das gilt aber nicht nur für den Einzelhandel, nicht nur für Amazon, auch die kleinen Gastronomen, die kleinen Hoteliers, die werden getreten, die großen Ketten werden überleben. Das zeigt schon Klaus Schwab, sagte schon in seinem Buch voraus. Es war ein massives Interesse, eigentlich der große Teil der Großindustrie, Lockdown so hart, so schlimm, so lang wie irgend möglich. Jeder Tag war ein Milliardengeschenk. Sie sehen das an den Gewinnsprüngen der US-Konzerne, die sind in den Himmel gesprungen. Aber beispielsweise nehmen wir mal Deutschland, da wird wahrscheinlich nicht gewesen sein, dass jeder Tag Lockdown Hurra war. Unser Rückgrat sind ja nicht die Konzerne, sondern die mittelständischen Unternehmen, die Familienunternehmen. Wir leben von den Hidden Champions in diesem Land. Die haben definitiv darunter gelitten. Wir haben ja kein Amazon hier oder Facebook oder die Konzerne. Ja, aber wir haben ja auch große und kleine. Mhm. Bei der DEHOGA in Oberbayern, deutsches Hotel- und Gaststättengewerbe, hat mir ein Gastronom erzählt, und wenn die Großgastronomen dort hockt, haben Schweinebrotten gegessen und gesagt, amai, die paar Millionen Umsatzrückgang, das macht uns gar nichts. Super. Weil dann wären die ganzen kleinen Krauterer, die gehen alle pleite und dann kriegen wir die Locations kostenlos. Also auch in Oberbayern. Die Großen fressen die Kleinen. Und das war nicht die Weltkonzerne. Die Großen fressen die Kleinen auf allen Ebenen. Die großen Konzerne fressen den Mittelstand. Diese Lockdowns waren ein Frontalangriff auf unseren Mittelstand, auf die Selbstständigen. Das war eine einzige Katastrophe. Und da waren auch massive Interessen dahinter. Je mehr Lockdown, umso besser. Umso mehr können wir die Kleinen fertig machen. Herr Bramer, wie blicken Sie wirtschaftlich auf die Lage? Ja, ich würde sagen, wenn wir die Wirtschaftsmittel dieser vielen Milliarden nicht gehabt hätten, dann wäre der Wirtschaftsgau, der vielleicht jetzt die nächsten Wochen, Monate folgt, vielleicht früher gekommen. Wir haben ja seit dem Gau 2007, 2008, ich glaube, das wissen Sie sehr gut, das Ganze nur aufgeschoben. Also die Notenbanken haben Geld gedruckt, als gäbe es keinen Morgen. Und irgendwann wäre das dann mal ja, runtergekommen. Jetzt hatten wir Corona. Corona haben wir übrigens auch Trump zu verdanken, also nicht alles war gut. Und vor allem auch, oder vielleicht was Positives. Moment, da muss ich immer einhaken, wie haben wir Corona Trump zu verdanken? Nein, ich will mich korrigieren. Umgekehrt, okay. Biden hätte ohne Corona nicht gewonnen, weil Trump eben auch viel gemacht hat. Und ich glaube, der hat ein paar Millionen mehr Amerikaner auf dem Gewissen durch die Art und Weise, wie er unverantwortlich umgegangen ist. Und es hat
beiden auch geholfen, weil er aus dem Keller heraus einfach den Wahlkampf machen konnte. Er wäre nicht mehr physisch in der Lage gewesen, diesen harten Wahlkampf durchzustehen. Also meine These ist, ohne Corona wäre Trump ein zweites Mal ins Weiße Haus gekommen. Also das ist das eine. Aber das andere, um die These noch mal weiter zu spinnen, wir haben da sehr viel Geld gedruckt und haben da wirklich in der Finanzkrise und haben jetzt noch mal einen Stimulus draufgelegt und draufgelegt. So, und jetzt holt uns aber das Ganze ein, weil wir nämlich durch Corona auch Güter runtergenommen haben. Auf der einen Seite pushen wir viel Geld rein und drucken Geld. Und durch Corona wurden die Wertschöpfungsketten zertrennt, also weniger Güter. Und durch Decoupling, was von Trump, und da kommen wir dann schon ein bisschen in das Thema, was ich dann mache. Ja, wir müssen noch ganz kurz bei Corona bleiben. Lass uns mir den Gedanken zu Ende führen, weil das wird dann rund und vielleicht hilft es dann auch, das auf den Punkt zu bringen. Also durch dieses Decoupling wurden noch mehr Güter weggemacht. Und jetzt sind alle überrascht, alle Notenbanker, dass wenn man viel Geld reinpusht und Güter rausnimmt, dass wir Inflation haben. Und die Inflation kann man nur noch begrenzen, indem wir bremsen, die Wirtschaft abwürgen, also uns stehen knallharte ökonomische Zeiten. Mit Decoupling meinen Sie die Trennung von Wertschöpfung? Genau, dass man sich eben von China weg trennt, nur noch mit guten Handeln treibt und da werden wir noch das eine oder andere erleben.